Jetzt, da der Tonenturm kompromittiert ist, kann die KVA keine Drohnen gegen uns einsetzen. Scheiß auf Apex! Verschwindet aus unserem Land! Gelegenen Anlage Propaganda. Wenn wir sie beseitigen, könnten wir Nachrichten des Widerstandes verbreiten, die Lügen der KVA unterbinden. Außer doof, weil das Ding immer geknackt hat. Komm jetzt dann immer rein. Ist doch zum Kotzen sowas. Er wird total beschränkt. Das ist doch mal wieder total beschränkt, ey. Wieder mal schön durchdacht und zwar überhaupt nicht von den bekloppten Herstellern. Oh, toll, so kommt man ohne rein. Ist sowas von Kacke gemacht. Man öffnet was vorher und dann ist es hier immer kaputt. Das Ding ist kaputt und man kann da nichts machen. Ey, das ist doch zum Kotzen. Wir kotzen mir mal wieder an.
100% ist in diesem Dreckspiel nicht machbar. Station ist das Herz der KVA-Operation in Ashgate. Von dort aus kann man auf die Arbeiterliste zugreifen, weil sie die Arbeiter genau untersuchen, bevor sie in die Werft dürfen. Keine Bewegung. Brady, du hast es geschafft. Crawford hat die Pläne und erstellt unsere Ausweise. Ich habe mir die Werft angesehen und Crawford hatte recht. Die werden dort Goliaths finden. Ich bin zum Unterschlupf unterwegs und kläre noch einige Dinge mit Heather ab. Komm vorbei, sobald du alles hast.
Okay. Ich brauche Hilfe, bitte! Nicht schon wieder. Verteilt euch sofort! Scheiße! Achtung, ich will gar nicht sagen, wie oft das Ding schon ladet. Scheiße. Du kannst gehen. Schüsse, Achtung, pass auf. Das Ding muss voll funktionsfähig bleiben. Schüsse, Achtung, pass auf. Auf dein Kommando. Oh, Scheiße. Lauf, lauf! Oh Gott, ist das ein verrückter oder ein verfluchter verrückter Plan? Er ist verrückt in jeder Hinsicht. Aber er wird funktionieren. Hätte ich nur dein Selbstvertrauen. Du musst daran glauben, Jack. Brady, die Ausweise sind fertig. Crawford lässt unsere Waffen in die Werft liefern. Er hat jemanden dort, der sie für uns lagern wird. Ist er zuverlässig? Kannst du Crawford oder den Typen? Beide. Werden wir schon sehen. Naja, es ist alles bereit. Wenn du soweit bist, Brady, lass es mich wissen. Komm schon, wir müssen den Zug erwischen. Ich sorge dafür, dass meine Software online ist, sobald du das Gehirn verbindest. Hol dir jetzt den Goliath. Neuer Tag und wieder keine Dollar. Immerhin Essen. Du solltest nicht vergessen, dass seit dem letzten Unfall kein Tag vergangen ist. Hier ist dein Ausweis. Du so, als ob du zu den Arschlöchern gehörst, die das jeden Tag machen müssen. Ich sehe heute einige neue Gesichter. Was ist mit Ash und Lamy Steve passiert? Keine Ahnung, Kumpel. Wir gehen, wohin man uns schickt. Vor, überhaupt arbeiten zu dürfen. Davon bekommt ihr hier genug, aber passt auf euch auf. Die Wachen erschießen euch wie nichts. Viele Wachen im Hof? Behalten uns im Auge, aber das ist ein großer Ort. Ich würde mich hier aber nicht entspannen, falls du darüber nachdenkst. Hoffentlich hat Crawford bei den Ausweisen alles richtig gemacht. Ich gehe zuerst. Wenn der Alarm ertönt, wartet nicht und lauft einfach. Muss schon zugeben, war ein guter Plan. Werft wird von außen streng bewacht und die Arbeiter streng überprüft. Sie werden keinen Angriff von innen erwarten. Und sobald die mitbekommen, was wir vorhaben, sollten wir uns mit Hilfe des Goliaths durchkämpfen können. Emma weiß nicht genau, ob das Gehirn funktionieren wird, aber ich vertraue auf ihr Talent. Sie hat uns noch nie enttäuscht. Na gut, los geht's. Ausweis. Okay. Ash, was haben wir da? Okay, ja, du bist bei Station 2. Das bedeutet schleppen. Ich hoffe, du bist fit. Na los.
was du tust. Englisch. Zeig mir deinen Ausweis. Okay. Hier steht Station 2. Schlepp. Na los. Ich kann's alles okay, Kumpel? Nicht wirklich. Ich hab noch immer Schmerzen von den vergangenen Tagen. Ich vermisse sie so sehr. Ja. Aus, hinter dem Kontrollpunkt sollte es noch ein paar mehr davon geben. Bekommen wir unser Gehirn, wenn eins davon wäre, dass der Jackpot. Triff dich mit Crawfords Kontaktperson und schnapp dir deine Ausrüstung. Ich weiß, wie wir den Hof frei bekommen. Ich will, wenn möglich, zivile Opfer vermeiden. Brady, richtig? Hör zu, ich habe deine Ausrüstung herbringen lassen, genau wie es Crawford mir befohlen hat. Ich habe sie im Arbeiterbereich A versteckt, aber es gibt ein Problem. Die Norks haben Teile dieses Gebiets abgeriegelt. Du musst selbst einen Weg finden, an sie heranzukommen. Pass auf! Werkzeuge waren da drin. Die verdammten Dinge sind mit einem Sicherheitsschloss abgeriegelt. Da kommst du nicht rein. Ach, Jungs! Meine Fresse, ey! Das ist die Scheißstörung, die funktioniert.
Sorge, es gab keinen Atomunfall. Ich habe nur den Alarm ausgelöst. Ich habe herausgefunden, wo die Nords unseren Goliath aufbewahren. Ich schicke dir jetzt seine Position. Gib dich dorthin, wir treffen uns dann bei nächster Gelegenheit. Sei vorsichtig, Brady. Die Nords durchkämmen das Gebiet. Sofort verlassen. Das ist keine Übung. Ich wiederhole. Das ist keine Übung. Achtung. Bravo, bitte. Das gesamte Personal muss dieses Gebiet sofort verlassen. Das ist keine Übung. Ich wiederhole. Das ist keine Übung. Achtung. Bravo, bitte. Das gesamte Personal muss dieses Gebiet sofort verlassen. Das ist keine Übung. Ich wiederhole. Das ist keine Übung. Du machst das sehr gut, Brady. Die Nords haben keine Ahnung, was vor sich geht. Hier durch. Es gibt einen Goliath, der nur darauf wartet, von uns mitgenommen zu werden. Okay, Brady, du hast es geschafft. Steck jetzt dieses Gehirn in den Goliath, damit Heather ihn kontrollieren kann. Wir brauchen seine Hilfe, wenn wir ihr Leben haben wollen. Brady, geh in Deckung! Hab dich, du hinterhältiger Hurensohn. Verdammte Scharfschützen. Hoffen wir mal, dass Heather ihre Wunder schnell wirken kann. Okay, perfekt. Meine Protokolle zeigen an, dass der Goliath hochfährt. Jetzt musst du in der Nähe bleiben, damit ich dem Gehirn von deinem Smartphone aus Befehle schicken kann. Entferne dich nicht zu weit, sonst verliere ich die Verbindung. Oh Scheiße, da kommen sie! 25% sind fertig. Ich schieße! Los, 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 Feuer! Sie haben mich eingekesselt! Ich muss eine bessere Deckung finden. Feinde! Ich sitze hier fest! Okay, die Waffe wird online. Wie der Dach an.
Nein! Okay, los geht's. Haltet Schritt, ich will nicht, dass mein neues Spielzeug beschädigt wird. Brady, wir verschwinden. Schnapp dir etwas Munition und los. Och Mensch! Okay, los geht's! Haltet Schritt! Ich will nicht, dass mein neues Spielzeug beschädigt wird! Brady, wir verschwinden! Schnapp dir etwas Munition und los! Ziel getroffen! Der steht nicht mehr auf! Das Tor für uns öffnen, Brady. Steig auf den Goliath und halte dich fest. Ich hab dich das Ding auf. Steig auf den Goliath, das Ding brennt, Junge. Oh, jetzt nimm er. Bewegung, los, los! Lasst uns mal anfangen! Scheiße, los geht's! Scheiße! Feinde! Geschafft. Gut gemacht, Brady. Ihr habt dort ziemlich aufgemischt, Jungs. Wir haben einen verfluchten Goliath. Komm schon, sehen wir uns den neuen Rekruten noch mal genauer an. Verdammt gute Arbeit, Jack. Danke. Bei der Werft war es echt verrückt, Mann, aber es war es wert. Verbeult und wunderschön. Ein bisschen wie ich. Oh Mann, sieh dir das nur an. Hey, genauso wird sich das Blatt wenden. Das gehört hierher. Und was soll ich mit diesem Teil hier? Wie läuft's, Kleiner? Es ist nicht so, als würde ich hier einen Seeker reparieren. Wochen. Das könnte Wochen dauern. Ach, komm schon, sei nicht so. Der Schaden, den er auf dem Weg hierher genommen hat, ist ziemlich gravierend. Die Fernverbindung bricht ständig zusammen. Das Zielsystem ist am Arsch. Das Geschütz scheint noch online zu sein. Brady, Lust auf einen Testschuss? Das wird so richtig rocken. Leg los! Na. Mach schon, Brady. Wir sind bereit. Yeah. Ich wusste doch, du schaffst es, Heather. Nein, das ist gar nicht gut. Diese verdammte Überspannung brennt ständig alles durch. Unter anderem unser Stromnetz. Parrish, wir schaffen das nicht rechtzeitig. Heather, du schaffst das schon. Ich hätte es sonst niemandem anvertraut. Egal, was du brauchst, sag's mir. Da ist noch die Sache mit der Reichweite. Wir brauchen einen Stützpunkt, der näher bei der Hall ist. Dafür habe ich einen Plan, Brady. Es gibt einen Stützpunkt in Lombard. Wenn wir den einnehmen, sind wir in Reichweite der Verhandlung.
Hey, öffnet das Tor. Verstanden. Dieser Tunnel führt direkt nach Lombard. Los. Heather schließt sich dir an, sobald der Goliath wieder läuft. Okay? Ich werde mein Bestes geben. Los jetzt und viel Glück. Hey Brady, wenn du dich auf den Weg nach Lombard machst, brauchst du eine Maske. Da draußen ist überall Gift. Nimm die hier. So, na dann gehen wir das nächste Mal nach London. Ich habe nämlich jetzt erstmal wieder die Chance vor beim Spiel. Zum Beispiel auch, dass die Türen nicht klappen, weil diese scheiß Entwickler es nicht hinkriegen, dass ihr scheiß Spiel einmal frei funktioniert. Aber naja, das kennen wir ja nicht anders, ne? Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.